So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Souls 3 zusammen mit Wörti. Hallöchen. Im letzten Part haben wir Hunde getötet. Und in diesem Part diesen töten wir Part. Anscheinend irgendeinen Magier. Unsichtbare Magier. Warum auch immer unsichtbare Magier macht. Du siehst die Augen. Du siehst die Augen. Absolut fair. Ich habe dich dreimal versucht anzuvisieren. Dreimal, dreimal. Und jetzt liegst du im Geländer. Was hältst du davon? Ja. Aua. Hast du dieses Geräusch gehört? Ja, es war irgendwie so ein. Der Plan war eigentlich, dass ich dich mittreffe, dummer Hund. Ein guter Plan. Ausreichend. Auf was wartest du? Nichts. Oh. Was ist das? Was? Was? Nein, ich habe nichts gesehen. Große Tinnitus. Warte, war ich in diesem Frostgebiet nicht schon? Yep. Aber von der anderen Seite. Yep. Oh. Jetzt geht's weiter. Ich habe das Frostgebiet nicht zu Ende erkundet. Ist okay. Das ist natürlich. Aber was ist weiter? Ja, weil du nicht hingekommen konntest von der anderen Seite. Arm. Hm? Arm. Juckt. Das ist ein einladender Eingang da mit den drei Augen. Diesen drei Köpfen. Ich nehme den Eingang. Ist der einladende? Ja. Leiter. Warum? Ist mit den drei. Oder die liegen denn da? Ich habe übrigens mehr als drei Köpfe gezählt gehabt. Ich hatte fünf. Sechs. Sechs. Gut gemacht. Gute Neuigkeiten, die meisten davon sind nicht so gefährlich. Massengrabtreppe. Das ist ein Partner. Was ist los? Das ist nicht ganz unwahr. Was hast du mir nachgedacht? Nichts. Mir läuft nur gerade die Nase. Achso. Das ist ein bisschen unangenehm. Soll ich die vielleicht mal schneuzen? Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Brauchst ein Tempo. Ich habe eins. Ne, danke. Ich werde einfach versuchen, ein paar durchzuziehen und dann geht das alles gut. Na, wie viel Glück dabei. Ja.
Ich kann mich ja zwischendurch muten und das machen, was meine Oma mir immer früher verboten hat. Das da? Ganz genau. Gut, dass ich mich dafür mute und du einfach immer nie. Weißt du, wie soll ich muten? Ja, du kannst dich einfach bei Discord muten. Ja, hier. Ja, ich sehe deinen Punkt. Die meisten Mikros haben einfach keinen vernünftigen Mute-Button. Oder gar keinen. Oder gar keinen. Stimmt, mein Rode hat auch keins. Interessant. Finger wird benötigt, Dummy. Liebe Mikrofonhersteller. Macht Mute-Button. Warum habt ihr nicht wie das HyperX Quadcast einfach so einen Touch-Button zum Muten, den man nicht hört, wenn man dran klickt? Ich weiß auch, dass es andere gibt, die das auch haben. Also es gibt durchaus welche. Ich glaube, das Ding von Elgato hat das auch. Aber so praktisch gesehen habe ich das halt auch bei keinem XLR-Mikrofon, also wo du Mischpult und so weiter brauchst. Gut, da ist am Mischpult, glaube ich, wahrscheinlich Mute-Buttons. Denke. Aber ich weiß es halt nicht. Wo ist die eine Abkürzung? Tja. Ich habe gerechnet, dass ich irgendwo eine Leiter runterschubbern kann. Tommy, das Tor da vorne hat ein Gesicht. Oh, ich klinge nicht aus. Yeah. Komm, Kleider, geh durch mich durch. Danke. Ich komme einfach nochmal rein, okay? Okay. Wir starten das neu. Glut. Glut, 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 glut. Das ist eine schwere Tür. Ja, die ist aus Eisen. Kabumm. Als ob der echt herkommt. Nein, ich will ihn nicht anvisieren. Und um durch die Tür. Ja. Lalala. Einfach ignorieren. Es gibt quasi keine Gegner. Solange er mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Andersrum. Das ist vollkommen korrekt. Dum, di dum, di dum, di dum, di dum, di dum, di dum. Gehst du hin? Keine Ahnung. Warst hier schon? Warum habe ich die Treppe nicht gesehen? Was für eine Treppe? Die da, wo ich gerade runtergegangen bin? Da warst du schon. Du bist da hochgekommen. Du bist hier die Treppe hoch. Okay. Ja. Dann bist du da reingegangen. Chill, Bro. Richtig. Ja, Trottel. Hä? Warte. Wo bin ich gerade hergekommen? Da. Da. Oh, die Tür war vorher zu. Richtig. Die ist jetzt offen. Okay. Jetzt ist dann Boss. Richtig. Finde ich nicht gut. Der letzte Boss in dieser Aufnahmesession hat mich nicht gerade glücklich gestimmt. Ja, da wird dir Spaß machen. Wollen wir es hoffen. Ich habe 10 Minuten Zeit.
Du wirst ihn lieben. Ich Es würde ist jetzt. nämlich Sullivan. Sullivan Kenobi. Der sich nicht bewegt. Ich hoffe, er achtet darauf, dass ich ein Handicap habe. Was für ein Handicap? Ich bin blind. Man Oh beachtet meine nein. Maske. Er ist ein Hohepriester, Tommy. Du musst dich vor ihm verbeugen. Oder du stirbst einfach für ihn. Oh mein Gott, was ist falsch mit dem? Ja, das ist ein schwerer Bosskampf so nebenbei. Was ist falsch mit dem? Hat viel Ausdauer. Für den habe Ja. ich ein paar Versuche gebraucht. Mittlerweile bin ich wie cool mit ihm, aber da gab es Zeiten. Dann will ich fragen, wie viele Stunden du gebraucht hast. Keine Ahnung. Ich habe es irgendwann so viele Versuche gebracht, dass ich gegoogelt habe, wie man den machen soll. Ja, gut. Beruhigend. Beruhigend. Bis ich dann meine Taktik für ihn gefunden habe, die ich nicht mehr benutze, weil ich mittlerweile andere Taktiken habe. Was hast du denn beim Googlen so rausgefunden? Ja, pass auf, du kannst ihn zum Beispiel mit dem Schwert hauen und dann machst du ihm Schaden. Cool. Ich habe auch noch seine Elementschwäche gegoogelt. Was Okay. nicht so viel ändert tatsächlich. Hätte das erwartet. Das ist ein schöner Tanz, den ihr da treibt. Danke. Gib mir Mühe. Er hat übrigens ein Feuerschwert und ein Magieschwert. Cool. Aber. Und er ist schnell unterwegs. Warum hab ich das nicht? Hat der das Mooshammer? Nein, das war ein Riesenochs, oder? Ich so keine Ahnung. Jo, das war gerade Glück, Alter. Der macht viel zu viel Damage. Nein, 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 nein. Er schlägt auch nur ein, zweimal zu. Ja, eins, zwei, Drei, eins. vier. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, siehst du? Zwei, eins, ein, zweimal. Oh fuck. Ich hasse dich, du Tierstone. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Beschütz mich vor Er besser. hat dich beschützt. Sein Leben gesehen. Ja. Die waren quasi nicht da. Ja. Was ist los? Ah. Ich hasse den Boss. Warum? Weiß ich nicht, ich habe ihn zweimal gemacht. Ich habe zweimal verloren. Vielleicht Logische mag ich ihn, Schlussfolgerung, ey. ich hasse ihn. Vielleicht mag ich ihn, ehrlich gesagt. Aber da wird gesagt, dass er für den Boss länger gebraucht hat. Wird der Part geschnitten und dann. Weiß nicht, ich habe für den ziemlich lange gebraucht. Ich hatte damals aber auch nicht so viel Source-Erfahrung, muss man zugeben. Ich habe quasi direkt nach Dark Souls 1, Dark Souls 3 gespielt. Was war mit Dark Souls 2? Ja, das habe ich dann nach Dark Souls 3 gespielt. Du hast es nicht so wie ich mit Reihenfolge und so. Oh, wie war denn Dark Souls 2? Weiß ich nicht, wegen dir habe ich es nicht gespielt. Oh, das ist wohl nicht so mit Reihenfolge wie ich, oder? Weiß ich nicht, wie war Dark Souls 2? Ich habe mich ja an Mogi beeinflussen lassen. Und allen anderen. Ja, also normalerweise mache ich das so, dass ich die Spiele in Reihenfolge spiele. Alle haben gesagt,
Dark Souls 1 ist super. Also als ich es gespielt habe. Und dann haben alle gesagt, ja, Dark Souls 2 ist echt shit, spiel Dark Souls 3. Und dann habe ich Dark Souls 2 ausgelassen. Und dann hast du gedacht, ach, so schlecht kann Dark Souls 2 nicht gewesen sein. Nö, dann dachte ich mir so, ja, ich will es einfach mal spielen. Und Dark Souls 2 ist nicht so schlecht, aber es ist der schlechteste Teil. Definitiv der schlechteste Teil. Okay. Konzentration. Wörtchen unterhalten die Zuschauer. Ich muss mich Möge die konzentrieren. Macht mit dir sein. Jetzt gehabt quasi zwei Laserschwerter. Nein, Ein natürlich nicht. oranges und ein lilanes. Nein, natürlich Er ist Sulivan Kenobi. Achtung, da kommt ein Angriff jetzt. Jetzt. Ich helfe dir einfach mal. weißt, dass du Und Delay hast, ne? kommt sicher nicht verzögert wegen ist. Vorsicht jetzt! Der war sogar fast synchron. Ja, weil ich zu früh gesprochen habe. Jetzt! 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 Aber jetzt! Ne, jetzt nicht mehr. Da kommt Schlücke von der Bank von oben runtergefallen. Das ist der dümmste Angriff, den er hat. Der dauert ewig. Ja, könnt ihr den bitte öfter machen? Ja, wäre angenehm, gell? Aber du bist Gott. tot. Oh! Du bist fast tot! Was chillt denn der eigentlich gerade so? Ja, drück erstmal, ich greif dann wieder an. Du mehr unterschätzt dich. Ja, das ist mein Vorteil. Wobei eigentlich unterschätzt du mich nicht. Du kannst dich so oft heilen, wie du willst, ich kill dich immer. Ich meine, Oh, hat er dein nicht jetzt im Recht? Leben! Er hat recht. Verdammte Kante. Oh, Domi, du, das war so edgy. Ja, das war wirklich edgy. Was los? Fürs Protokoll, Reden, das was ist der los? letzte Versuch für diesen Part. Klar. Jetzt machst du ihn first try. Nein, 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 ich mache ihn Last Try. Oder so. Dann brauchst du noch ein paar Versuche. Aber es ist der letzte Versuch in diesem Part. Mach die Bänke kaputt. Ah, das macht er gleich. Das kann er selber. Oh, die waren teuer. Du unterhältst dich Zuschauer, oder? Wie? Fun Fact, bei dem Item mit der Puppe, dass du hier überhaupt rein kannst, steht Sullivans Name drin. Interessant, interessant, interessant. Wir hatten den Joke nämlich schon mal mit Sully. Ja, so nennst du den Paul übrigens, Sullivan Kenobi. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Was chillt ja eigentlich immer so, wenn du zu weit weg bist? Komm mir zu nah und du stirbst! Bleib weg und wir starren uns einfach an. Oder er kommt. Dong! Aber Warte mal, ein schneller Angriff. Das ist vollkommen wahr. Und oh, vielleicht war es doch nicht der letzte Versuch für diesen Part. Warum? Wir sind doch noch nicht auf 20 Minuten. Wie weit sind wir? 19. Ja, das passt schon. Wir sehen Ja, uns nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like oder ein Abo und tschüss. Tschüss! Tschüss? Ist es beendet?
Nein. Ah, jetzt stehe ich blöd da. So nenne ich den Part. Wörtlich steht blöd da. Dann klicken wieder deine Kollegen rein. Die Nee. kriegen da eh nicht mehr rein. Wahrscheinlich nicht. Die wissen, dass es um Ist Schule geht immer und denken sich so, ja, nee. lustig, dass die Kollegin von mir sagt: Ja, ich habe letztens wieder ein Video hochgeladen. Und du dir denkst so, ja, täglich. Ja. Ja, täglich. Ja, das ist bei mir aufgeploppt. Ja. Oder letztens, als ich krank war, da stand da, ja, ich habe gesehen, dass du ein Video hochgeladen hast, weil du krank warst. Ja, ist überhaupt nicht so, dass das vorher eingestellt ist. Das ist wahrscheinlich wahr. Vorsicht! Hab ich doch gewarnt! Danke, danke. Also er gibt dir definitiv Zeit zum Heilen. Manchmal. Jetzt gerade überhaupt nicht. Ja, und dann wiederum Oh. versuche ich zu rollen und laufe dabei gegen eine Wand, gegen eine Vase. Nee, Lampe. Kerzenhalter. So, wird hier alles schon gesagt gehabt. Tschüss. Tschüss!